Unter dem Titel Sushi meets Weißwurst präsentiert Schubauers Oberwirt in Kirchdorf an der Amper vom 22. bis 26. März 2012 ein besonderes Menü. Aber keine Angst, hier wird kein Schweinsbraten zu Maki oder Nigiri verarbeitet, hier kommt kein roher Fisch in die Wurstpelle. Beim Oberwirt gibt's in urbayerischer Atmosphäre authentisch japanische Küche in 7 Gängen. Und wie läuft ein solches Angebot in der bayerischen Provinz? Es läuft erstaunlich gut, muss man sagen. Ja, es sind auch wirklich viele ältere Stammkunden und so, ja, Stammgäste aus dem Ort, die dann schon ein bisschen konservativer sind natürlich. Und, aber die haben dann gesagt, Mensch, wenn wir irgendwann mal Sushi probieren, dann probieren wir es bei dir. Ja, also das war eigentlich eine ganz nette Erfahrung. Ansonsten sind auch viele da, die in München arbeiten, viele in München unterwegs sind oder aus München irgendwie in die Umgebung gezogen sind. Und die waren dann da und gesagt, hey, das ist sehr, sehr gut, dass ihr sowas macht. Und es waren auch dann welche da, die in Japan gelebt haben und dann auch gesagt haben, also das Sushi wäre schon echt gut. Bevor ich Kochlehre gemacht habe, habe ich mich als Metzger ausbilden lassen, habe dann auch meinen Metzgermeister gemacht, habe dann verschiedene Betriebe auch angeschaut. Unter anderem war ich bei den Hermannsdörfern, Hermannsdörfer Landwerkstätten in Glonn für ein Jahr. Und dann habe ich die Kochlehre gemacht in München im Jahreszeiten, Kempinski. Dann ging es in die Schweiz, war da auch wieder in einem Ökobetrieb, in so einem biologischen Hotel. Dann war ich wieder eine Zeit lang in München, da war ich beim Käfer, sowohl im Partyservice als auch in der Schenke, da, damals noch unter dem Fritz Schilling. Bevor ich zu Hause mit eingestiegen bin, also ich kam dann Mitte 2006, kam ich dann eben heim. Und da war ich davor in London, in einem japanischen Restaurant, im Suma. Und ja, dann kam ich heim und dann gesagt, gut, probieren wir gleich mal was Neues aus. Und dann haben wir hier klein japanisches Menü gemacht und es hat von Anfang an gut funktioniert. Das ist eben die 6. Ausführung. Und ja, jetzt wollen wir schauen, ob wir vielleicht unseren Kreis noch ein bisschen erweitern können und vielleicht andere noch verlocken können, in den Genuss von diesem Menü zu kommen. Wir haben eine Karte, können wir nachher gerne mal reinschauen. Also wir haben halt einfach, wir definieren es als Klassiker. Da ist der Schweinebraten drauf, da ist das Schnitzel drauf, Schweinshaxen und solche Sachen. Und dann haben wir unsere Besonderheiten und da versuchen wir schon, ja, ein bisschen origineller. Wir haben ein eigenes Jagdrevier, dann gibt es natürlich zur Wildzeit auch schöne Wildgerichte. Dementsprechend schauen wir immer, dass wir so 2-3 Fischgerichte auf der Karte haben. Und wer nach Sushi meets Weißwurst oder einem anderen Menü nicht mehr fahren will, bei Schubauers Oberwirt in Kirchdorf gibt es auch Gästezimmer.